So, habt ihr da schon weitergemacht? Ich komme nicht raus, Steffi, sein Grabstein steht im Weg. Ich bin schon dabei. Ihr könnt ja, also falls ihr Lust habt, könnt ihr das Erinnern schöner bauen. Oh, Handy. Ja. Oh, das wächst so langsam da unten. Heftig. Mist. Wo war ich denn jetzt gestorben? Aber kann man theoretisch bei Black Desert eigentlich alles machen? Du kannst Handwerker sein, du kannst machen, was du willst, oder? Ja, du kannst richtig handeln, du kannst dir später Handelsschiffe sogar kaufen. Du kannst dir Pferde, Esel, später Kutschen, richtige zum Waren wegfahren und so weiter. Aber so weit bin ich irgendwie nicht irgendwie. Aber Pferd hast, du hast da sicher die 50 Euro Edition geschafft. Ja, ja. Ja, ich hab sogar mehrere Pferde. Okay. Du kriegst nämlich nachher bei irgendeiner höheren Quest, also du kriegst auch Esel am Anfang bei irgendeiner Quest, dann kriegst du später, ich hab noch irgendwo ein Pferd. Aha. Und du kannst dir die kaufen. Also ich habe momentan so viel Münzen. Okay. Musste schon einlagern, weil es so schwer war, dass ich nichts mehr tragen konnte. Steffi, siehst du hier irgendwo noch einen Grabstein? Die leuchten. Nee. Ja, ich wurde doch da in der Ecke irgendwo vom Creeper weggesprengt. Ja. Nix. Ihr müsst aufpassen, da geht's irgendwo da hinten, ist ein Loch im Boden. Da geht's, weiß nicht, wie weit runter. Was ist der Ausgang, oder das ist der schnelle Ausgang gewesen aus dieser Höhle, wo ich gesagt habe, da geht's rein. Aber ich weiß, in der Nacht sieht man es besser, weil ich Fackel hingebaut habe. Warte, ich glaube da, nein. Doch, da, ja doch. Hier. Ah ja. Also haben wir runterfallen, da ist Ende im Gelände. Nein, nicht da. Moment, bin gleich wieder da. Ja, kein Problem. Ich hätte gerade überlegt, ob das recht einfach geht, dass ich da wen reinstoße. Schade. Wow, da geht's ja weit. Alter, wieso geht's da so weit runter? Wahnsinn. Unter uns ist nichts. Zombie. Oh. Spürst du das auch, Steffi? So, da wärst du wieder. Ein Black Desert. Nee. Nee? Okay. Nicht nee. Nicht überredet, oder? Kein Interesse. Ja, ich glaube bei. Wow, keine Ahnung. Einfach nur zu Ruhe nachgedacht. So. Mein Grabstein, na toll. Ich werde mir dann das Video fertig anschauen und dann werde ich entscheiden, ob ich es kaufe oder nicht. Aber ja. So wie ich mich kenne, kaufe ich sicher. Ja. Da bin ich, weiß nicht, da brauche ich relativ wenig Überredung, weil ich denke mir immer, selbst wenn ich es nur, keine Ahnung, kurz spielen sollte, habe ich ja nichts verloren. So in Wirklichkeit. Das ist dann meistens mein Gedanke dahinter. Und wenn ich weiß, dass das mehr spielen, die ich kenne, und dann denke ich mir immer, ja, dann zahlt sich das schon aus. Ne? Ja. So, die ganzen Geschichten, die du da jetzt mir gegeben hast, die habe ich jetzt angepflanzt. Aber trotzdem super. Spannend. Hey, geil. Hey, da unter mir sind. Ah nein, das ist nichts, das ist Käse. Würde mal interessieren, wie das ausschaut, was du da die ganze Zeit suchst. Ja, hm. ich gehe mir gerade nochmal. Ich muss mir noch ein Pferd machen. Spitzhacke. Weil meine Sachen weg. Du hättest aber zu mir kommen können, ich hätte das aus Eisen machen können. Ah, egal. Mit der Creeper.
Kann man diese Haifische jagen? Ich habe es ja noch nicht geschafft. Ich habe es mal versucht, aber so vom Rand aus, aber ich bin immer nur gebissen. Okay. Aber da ist so eine Hervunafischlucht und da musst du aufpassen, dass du dann nicht irgendwo reinfällst. Das Ende im Gelände. Busch. Busch, Weizen, Gras. Keine Ahnung, wie das ausschauen soll. Ich bin da schon länger unterwegs, aber keine Ahnung, wie das ausschauen soll. In irgendeinem Video habe ich gesehen, wie du an so einem Kürbisgarten vorbeigelaufen bist. Du kriegst die Kürbis, Melone und so Sachen raus. So Kürbisgewächse halt. Gibt's nicht. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Wurscht, aber das gibt's nicht, dass ich das so krass übersehe. Es muss doch anders ausschauen, als wie diese komischen Blöcke, die man da überall sieht. Flussschilf. Schilfgras. Versteht es nicht. Das ist. Du spürst da 10 Minuten und hast da gleich die extremen Samen rausgeholt. Und die ist hier. Huch. Was denn? Er wurde hier an mir vorbeigezieht. Ein Turbo hingelegt. So, wo haben wir denn noch sowas? Wachsen macht ziemlich häufig nach eigentlich. Tja, das auch noch. Ja, okay. Also ich habe, wo ich gebaut habe, habe ich jede Menge von diesen Kürbisgärten weggemacht und Minuten am Bauen, da standen schon wieder 6 dort. Ja, aber wie schaut das aus? Wie kann man das vorstellen? Ich kann mir vorstellen. Dieser Tropical Garden sieht aus wie eine Ananas. Okay. Zum Beispiel. Ananas keine, okay. Kürbisse, kann man das erklären? Schwierig. Erklären. Wo enden? Ah, es wird schon wieder finster. Ah. Oh, hier ist ein Was dann? Gewürzbaum, aber da wächst nichts dran. Okay, schade. Vielleicht wächst ja noch was. Aber es wird schon wieder finster, nicht, dass die schon wieder weghauen. Weg? Ja, am meisten Glück habe ich gehabt jetzt, bis jetzt, aber mit Weizen. Aber Weizen ist halt auch extremst einfach, ne? Ah ja, ja. Und die eine Kartoffel, die der Kollege vorhin hat lassen. Und mit einer Kartoffel springst du halt auch nicht recht weit. Stalk Garden. Was ist Stalk? Hau einfach mal drauf und dann guckst du, was rauskommt. Oh, Tomaten. Geil. Tomaten. Und wie kriege ich die, wenn ich die in die Werkzeugkiste reinhau, kriege ich Samen draus? Wenn sie auf der Werkbank oder halt, kannst du nach deinem Menü machen, einfach Handwerk. Halt und dann. Ah ja. Finster, ich finde den Heimweg schon wieder nett. Ich muss das dann irgendwann sortieren und ordnen. Dabei schaut ein bisschen Käse aus, wie ich das anbaue, ist wurscht. Oh, wenn man das irgendwie beschleunigen könnte. Außer mit Knochenmehl. Apropos, ich hab Knochenmehl. Nicht schlecht. Ja. So. Jetzt. Bei Guild Wars übrigens kurz vor meiner ersten Legendary. So lang spürst du das schon? Jetzt erst? Also jetzt, ja gut, ich hatte nie das Glück, einen Precursor zu kriegen. Also musste ich ja, also jetzt gibt es ja durch Heart of Thorns ja diese legendäre Reise. Ja. Und wurden ja von, also am Anfang waren es ja erst 3 neue legendäre Waffen. Jetzt kam nochmal eine dazu. Oh, blöde Spinne, geh weg. Aber ich wollte unbedingt den Stab haben, den Nimmermehr mit so einem Raben. Okay. Meine Waldläuferin. Hat mich einiges an Material gekostet. Und fehlt noch einiges. Aber ich bin schon ganz nah dran.
Wahnsinn, wie lange du das schon spürst. Also am Anfang war das jetzt mit dem Addon ein bisschen hart, also alles zu sammeln und diese Beherrschungen zu leveln, aber jetzt wurde noch mal ein bisschen gepatcht, jetzt geht das eigentlich recht. Da macht das auch wieder richtig Spaß. Ja, nachdem ich ja jetzt eigentlich eh flexibler bin mit meinen Projekten, die ich habe, spricht dir nichts dagegen. Aber ich meine, 15 Spiele kann ich sowieso nicht anfangen, weil selbst da fehlt mir die Zeit, aber ja. Aber zumindest eins wieder effektiv. Ist halt das, der Vorteil ist ja schon, dass du halt nicht, wie gesagt, Vollgas zahlen musst bei beiden. Also einmal zahlen und dann spielen, das ist ja eh lächerlich. Also wenn ich überlege, was ich sonst früher für Spiele gekauft habe und ja, die auf meiner oder in meiner Steam-Bibliothek da einfach dahin vegetieren. Da hast du ein paar so Guild Wars und bei anderen Spielen sicher mehr Spaß oder länger Spaß. Ja, wirklich viele Spiele. Viele Spiele, die glaube ich nicht einmal gescheit angeschaut habe. Viele Spiele, die ich habe letztens geschaut, Spiele, die habe ich. Was war das jetzt? Was ist das? Was? Wir sind im Haus. Was jetzt irgendwie auf einer Cola-Dose? Ah! Irgendwie auf einer Cola-Dose aufgemacht. Ne, ich hab. Dazwischen kam jetzt gerade von mir. Aha. Eventuell sollten wir aber trotzdem genau in der Nacht rausgehen und die Zombies und die Skelette jagen. Right? Huh? Oh. Schön die Nase, die Tür verlaufen überhaupt. Und dann stirbt sie wieder. So. Sie sind rechtzeitig eingelassen. Ja, ja. Bei. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab eben Erfolg gehabt, dass du die Truhe geöffnet hast. Ja. Huch! Oh nein! Da war ein Creeper. Ja. Ja, ich. Und ich war wieder mit dabei. Das war jetzt sehr unhöflich von mir. Ich bin auf den Kopf gesprungen. Der war fast tot. Wir haben ja auch noch einen Server, wir spielen mit Hex Reloaded, ist auch ganz interessant. Was ist das, ein Modpack? Ich kenne das nicht. Hm? Okay. Also, ursprünglich heißt das Hexet, weil das jetzt für die 1.7.10 heißt, glaube ich, Hex Reloaded dann, ne? Das ist echt auch ganz interessant. Was hast du leicht für Möglichkeiten? Mehr Baumöglichkeiten? Oder? Du hast mehr Dungeons, nenne ich jetzt mal, so viele Türme, wo du dann halt die Stufe durchkämpfen musst. Okay. Ja, so Dinge halt. Also ich habe diese ganzen, komplett durch die Bank, diese ganzen Mods bis jetzt nie gespielt. Gar nicht so. Ja. Weiß nicht, habe ich irgendwie nie irgendwie am Schirm gehabt. Also wir hatten schon viel Spaß, also was haben wir gespielt? Twilight Forest, der Herr der Ringe-Mod, Mittelerde, Hobbitölen geplündert. Hobbitölen geplündert. Ja, schon spaßig. Wow, wow, wow. Oh, dieser kleine Penner-Zwerg-Zombie hier. Was hast du ja leicht? Was hast du für diese Mods leicht? Nur diese Umgebung oder? Ne, das ist auch, also bei Hex, da hast du mehrere. Du hast zum Beispiel von Zelda Sachen mit drin, also auch Chocobos, die du zähmen, von Final Fantasy noch Chocobos, die du zähmen kannst. Und Zelda hast du Kleider, mehr Schwerter, mehr Rüstung. Hier halt mehr Blöcke, mehr Gestein und so. Weiß nicht, ob das hier 8 gibt, so Sachen wie Treibsand. Ich mag gar nicht wissen, wie oft ich schon im Treibsand abgesoffen bin. mehr Gegner. Schon sehr interessant. Also wie ich das letzte Mal eigentlich, bevor ich jetzt wieder Minecraft gespielt habe, das war vor 4 Jahren. Das ist
ewig her, da hat's halt nur, tut's immer, hat's natürlich noch keine Mods gegeben, aber jetzt gibt's ja da schon so viel. Ja, so extrem komplexe viel. Komplexe Sachen machen könntest. Kann man das dann irgendwie verkochen, gell? Das ist das Gemüse, was wir da haben. Ja, du kannst kochen, du kannst, wenn nachher die verschiedene Beeren noch finden, können wir noch Schüsseln mit so einem Beerensalat, den ich jetzt mal machen. Ja. Ja, solche Dinge. Oh, diese nervigen Heuschrecken. Extrem, ja. Die sind echt nervig.